Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir nochmal Kinderüberraschung, die Minions, ein Viererpaket von öffnen. Und wir fangen auch gleich an, machen das auf und kümmern uns mal wieder zuerst um das Spielzeug. Aha. Es klappert ein wenig. Und was haben wir da? Bestimmt wieder irgendwas mit mehreren Teilen zum Zusammenbauen. Jawohl. Und zwar ist das hier von Natoons oder Cartoons. Ja, das ist auch wieder eine neue Serie. In den alten Serien waren ja diese Hunde mal als Viererpack. Und jetzt haben sie keine Hunde, jetzt haben sie wahrscheinlich Katzen genommen. So. Mal schauen. Ja. So. So, und wenn man dann jetzt hier am Bauch dreht, die Kugel, dann dreht sich auch der Kopf. Naja, die werde ich wahrscheinlich nicht sammeln. So, Spielzeug Nummer 2. Es klappert weniger. Ja, auch wieder aus der Natoons-Serie. Ja, das ist hier die Löwenfamilie. Da gibt es Affen und wie heißen die? Linguren oder so ähnlich. Und hier haben wir die Löwen. So sieht's aus. Gut. So, nun kommen wir aber wirklich zum Wichtigen. Jetzt kommen wir hier zu den Minions. Da machen wir jetzt das dritte Ei und die erste Figur auf. Das klappert nicht. Und wir haben... Ja! Yes! Geil! Wir haben... den Napoleon. Und somit habe ich diese Serie voll. Ich habe jetzt einmal den Dino-Minion, den Steinzeit-Minion, den Graf-Minion, den Schatz-Minion, jetzt eben gerade den Napoleon-Minion. Ich habe den Bob, ich habe den Stuart und ich habe den Kevin. Super. So, und so sieht das gute Stück aus. Das ist super. Das freut mich riesig. So, und jetzt machen wir zweite Minifigur auf aus dem vierten Ei. Und wir schauen mal nach, was oder wen wir da haben. Da haben wir einmal den Steinzeit. So.
Ja, hier ist er, Mr. Steinzeit. So, ich brauche es eigentlich gar nicht wiederholen. Ihr müsst es eigentlich schon im Schlaf mit singen können, wer sie in der Ansicht sehen will. Bleibt einfach dran. Says the